Hallo und ein herzliches Willkommen, liebe Modell- und Eisenbahnfreunde, zur Mai-Ausgabe von Modell und Bahn. Und folgende Themen halten wir heute für Sie bereit. Die Legende lebt. Mit diesem Titel beginnen wir eine mehrteilige Serie über die Dampflok 94-15-38, den Rennsteighirsch der Rennsteigbahn, und wir stellen die X-Wagen in H0 von Pico vor. Zu unserem ersten Thema. Im Jahr 2011 kam das vorzeitige Aus der Dampflok 94-15-38, dem Rennsteighirsch. Das war ein herber Schlag für die Dampfbahnfreunde und der Rennsteigbahn sowie natürlich allen Fans dieser Maschine. Nicht nur aus Deutschland. Bei einer Kesselrevision wurden derart gravierende Schäden festgestellt, sodass die Maschine 3 Jahre vor Fristablauf stillgelegt werden musste. Sehen Sie jetzt den ersten Teil unserer Filmserie 94-15-38, der Rennsteighirsch, die Legende lebt. Mit diesem lauten, langanhaltenden Pfiff verließ die Dampflok 94-15-38 der Rennsteigbahn mit ihrem Wagenzug am Sonntag, dem 12. Juni 2011, den Bahnhof Rennsteig in Richtung Ilmenau. Niemand konnte ahnen, dass es vorerst der letzte Auftritt dieser Maschine am Rennsteig werden sollte. Die Stilllegung war ein herber Schlag für die Rennsteigbahn, das Dampfbahnverein und den vielen Dampflok-Freunden, nicht nur aus Deutschland. Die Lok hätte noch für 3 Jahre weiterfahren können. Ja, es ist vorzeitig gewesen. Es ist bei einer Kesselprüfung im Prinzip herausgekommen, dass wir also die Maschine stilllegen mussten, dass also schwerwiegende Dinge am Kessel waren, die der Reparatur bedurften. Und das hat uns mehr oder weniger kalt getroffen. Ja, wir haben noch nicht damit gerechnet, aber Sicherheit hat nun mal oberste Priorität und da gab es also auch keine Diskussion. Das Schicksal der Maschine schien besiegelt. Es würde eine Menge Geld und Kraftanstrengungen kosten, die 94-15-38 wieder betriebsfähig aufzuarbeiten. Wann und wie fiel die Entscheidung, die Maschine in Reparatur zu geben? Naja, sagen wir so, die Entscheidung, die Maschine wieder zu machen, das hat keine Entscheidungsphase gebraucht. Das war eigentlich von vornherein klar, als sie außer Betrieb ging, dass sie am Rennsteig notwendig ist, dass sie für uns notwendig ist, dass sie zur Strecke, zur Region gehört. Und sie wieder aufarbeiten zu lassen, war einfach ein Muss. Die Frage, die im Raum stand, war das Wie. Und das Wie bedeutete natürlich, wie finanziert man so ein Wahnsinnsvorhaben. Und das hat halt etwas gedauert. Auf verschiedensten Wege wurde dann Geld gesammelt und irgendwann war es dann soweit, wo wir gesagt haben, okay, das Delta bis zur Fertigstellung oder bis zum Endpreis ist nicht mehr so hoch, dass wir das jetzt nicht verantworten könnten, die Maschine jetzt in Aufarbeitung zu geben. Am 15. Januar 2015 war es dann soweit. Bevor die Lok nach Klostermannsfeld gebracht wurde, wurde eine vielbeachtete Pressekonferenz im Bahnhof Ilmenau abgehalten. Alle an dem Projekt Beteiligten informierten die Öffentlichkeit über den Ablauf der Reparatur an der Lok. Es war eine feierliche, gelöste Stimmung. Die Freude über den Beginn der Reparatur an der Lok war an vielen Gesichtern abzulesen. Die Landrätin Petra Enders und auch einige Pressevertreter ließen es sich auch nicht nehmen, anschließend den Zug von Erfurt nach Klostermannsfeld zur Mallowa zu begleiten. Übrigens, auch dem MDR war es eine Nachricht wert, über dieses Ereignis zu berichten. In den kommenden 6 Monaten soll die Lok der Dampfbahnfreunde Mittlerer Rennsteig in Bedorf bei Klostermannsfeld repariert werden. Unser Sonderzug steht an diesem nasskalten Morgen am Bahnsteig des Bahnhofs Ilmenau nach Klostermannsfeld bereit. Ziehen wird ihn Lok Marion, die Baureihe 213 der Rennsteigbahn.
Mit VMAX 40 setzt sich der Zug in Richtung Kloster Mansfeld in Bewegung. Die geladenen Gäste und Vereinsmitglieder, die den Zug begleiten, machen es sich derweil im Speisewagen gemütlich. Da ist auch Zeit für persönliche Gespräche. Großes Engagement und Unterstützung in dem Vorhaben zeigte auch die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders. Ihre Freude brachte sie zum Projekt 94-15-38 mit einem Satz auf den Punkt. Es ist für mich ein wunderbarer Tag. Heute bringen wir die alte Dame zur Reparatur und ich freue mich schon, wenn sie dann in ein paar Monaten hier wieder ankommt auf dem Rennsteig und dann hier ihren Betrieb wieder aufnehmen kann. Ich sag's immer, machen wir die alte Dame wieder heiß. Auf der Pressekonferenz überraschten sie ja auch mit der Ankündigung, als Lokheizerin auf der 94er zu fahren. Haben Sie das ernst gemeint? Auf jeden Fall. Also die Lokheizerprüfung, die möchte ich noch machen. Ich bin nämlich schon Ehrenlokführerin. Ja? Ich bin schon eine Dampflok mal gefahren, durfte ich mal, also ein Stück mich mal ausprobieren. Beherrsche ich noch nicht ganz so gut, aber man kann ja noch dazulernen, jetzt, wenn unsere alte Dampflok wieder hierher nach Ilmenau zurückkehrt. Und ich habe auch den Rennsteig-Shuttle einmal fahren dürfen, ne? Natürlich nicht ganz allein, also es war dann natürlich auch noch jemand mit dabei und hat mich da entsprechend auch eingewiesen. Und jetzt mache ich mich an die Heizerprüfung. Das wird meine nächste Aufgabe sein und ich habe schon gehört, so einfach wird man mir es nicht machen, ne? Also wenn eine Heizerprüfung, dann schon richtig. Und dieser Aufgabe, dieser Verantwortung, da stelle ich mich natürlich außerordentlich gern, wobei ich heute gehört habe, ne? Also wenn man so, was man so braucht, auch an Material, ne? Also man braucht 2 Tonnen Kohle, muss man also auch bewegen, ne? Wenn man also von Ilmenau nach Thema fahren will. Also ich glaube, da muss ich vorher noch mal ins Fitnesscenter gehen. Da bleibt sicherlich nicht nur mir die Spucke weg. Mit Petra Enders und ihrem Optimismus kann das Projekt nur gelingen. Der Sonderzug erreicht mittlerweile Erfurt Hauptbahnhof. Obwohl die Fahrt des Zuges nicht offiziell bekannt war, fanden sich doch Fans ein, um die Lok auf ihre Art und Weise zu verabschieden. Es ist wie immer unter Eisenbahnfreunden ein offenes Geheimnis. Werfen wir jetzt einen kleinen Blick in das Allerheiligste, das Betriebsbuch der Lok. Die T16-1 war eine Güterzug-Tenderlokomotive der Königlich Preußischen Staatseisenbahn. Die zuerst als Essen 8763 bezeichnete Lok wurde im Jahre 1922 von der Berliner Maschinenfabrik AG, vormals Louis Schwarzkopf, unter der Fabriknummer 8085 gebaut und ist mit einer Gegendruckbremse ausgestattet. Am 27. November 1922 wurde sie an die Deutsche Reichsbahn ausgeliefert. Am gleichen Tage noch erfolgte von Wildau nach Großköritz die Abnahmeprobefahrt. Die endgültige Abnahme wurde unter dem 20. Januar 1923 im Betriebsbuch festgehalten. Der Beschaffungspreis war zu jener Zeit 109.000 Reichsmark. 1.119 Maschinen wurden als Baureihe 94-5-17 in den Umzeichnungsplan der Deutschen Reichsbahn für Länderbahnlokomotiven eingeordnet und trugen die Nummern 94-502 bis 1380 und 94-1501 bis 1740. Nächster Halt auf unserer Überführung nach Kloster Mansfeld ist Sömmerda. Wir müssen Zugkreuzungen abwarten. Zeit zum Beine vertreten. Das Lokpersonal checkt den Zustand der Lok und findet auch Zeit, mit uns ein kurzes Gespräch zu führen. Marcel Reichert fährt heute die Zuglok, die Lok Marion. Sonst fährt er auch die Dampflok zum Rennsteig hinauf.
Was für ein Gefühl ist das für dich heute, die alte Dame zur Reparatur zu bringen? Wir haben ja lange darauf gewartet, dass es endlich soweit ist. Und wir freuen uns, dass wir es nun geschafft haben, auch mit der Finanzierung, dass wir es einigermaßen unter Dach und Fach haben. Und wollen wir mal sehen, wie weit es wird hier, wie lange es dauert. Und du freust dich auf alle Fälle, dass die Lok wieder irgendwann jetzt richtig dampft zum Brennsteig hoch? Ja, da freue ich mich schon drauf. Aber es wird eine Weile dauern. So ein Dreivierteljahr müssen wir schon rechnen. Dann sitzt du hier auf so einer modernen Diesellok, schön im Warmen. Die anderen beiden Kollegen auf der Dampflok müssen ein bisschen frieren, müssen aber da sein. Nun geht es ja recht gemächlich. Wie schnell müssen wir, dürfen wir denn eigentlich mit dem Zug fahren? Wir dürfen nur mit 40 km/h fahren, weil die Treibstangen an der Dampflok abgebaut sind und da gibt es sonst eine Unwucht. Da ist bei 40 km/h Schluss. Mehr geht da nicht. Sind wir schon relativ langsam unterwegs, ja. Eher schon ein Hindernis für andere Züge, aber man kommt durch. Daher auch die lange Fahrzeit. Heiko Kutzer ist das bekannte Lokheizergesicht der 94er. Er ist natürlich mit dabei, seine Lok nach Mansfeld zu begleiten. Du bist ja mit der 94 1538 ja sicherlich auch schon etwas enger verwachsen. Wir haben dich ja immer wieder im Film bannen können, wo du sozusagen als Heizer mitgefahren bist. Wie ist das? Machst du die erste Fahrt, wenn sie dann wieder selber dampft, mit? Ich hoffe, dass ich mit Marcel die erste Fahrt zusammen mache beim Rennsteig, ja. Ja. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man auf so einem alten Dampfrost steht? Meine Baujahr 1922, das ist ja nur wirklich ein Stückchen gelebte Technik und Vergangenheit, auch von der Deutschen Reichsbahn. Ja. Wie fühlt man sich, wenn man auf so einem Fahrzeug fahren kann? Ich bin schon seit Kindesbein damit verbunden, den Dampflok. Ich kenne die Dampflok noch, als die im Regelbetrieb gefahren sind. Und ich bin da aus dem Staunen schon als Kind nicht mehr rausgekommen, wenn die 94 immer eingefahren ist. Und das hat sich bei mir so eingeprägt und das hat sich auch weiter fortgeführt. Und wie gesagt, ich bin da mit sehr verbunden und fahre halt gerne drauf. Und werden wir die Fuhre heute heil nach Mansfeld bringen? Ja, wir gehen davon aus, wir hoffen es. Aber naja, schauen wir mal. Unsere Zwangspause in Sömmerda geht zu Ende. Der Regionalexpress nach Magdeburg fährt gerade in den Bahnhof ein. Jetzt ist die Strecke frei und wir wollen noch vor Einbruch der Dunkelheit die 94er in Kloster Mansfeld bei der Malowe abliefern. Wir fahren den Rest der Strecke auf dem Führerstand der Lok Marion mit. Genießen den besonderen Ausblick auf Zug und Landschaft. Das Ziel Kloster Mansfeld ist greifbar nah. Gegen 19.30 Uhr hat unser Sonderzug das Tagesziel mit 94 15 38 im Schlepp Kloster Mansfeld erreicht. Alle sind froh und erleichtert, dass die Überführung reibungslos geklappt hat. Jetzt wird es noch mal ein klein wenig hektisch. Unsere Lok wird vom Sonderzug abgekoppelt und mit einigen Rangiermanövern in die Werkhallen der Malowe geschoben. Lok Marion rangiert vom Zug weg, bevor die kleine Rangierköfter Malowe unsere Dampflok an den Haken nehmen kann.
Nun dauert es nicht mehr lange und unsere 94-15-38 steht in der Abstellhalle der Mallova. Personal übergibt die Lok und verlässt die Berghalle. Und unser Gefühl rangiert mit zwischen Freude und Abschied. Die Lok ist bei der Mallova in Kloster Mansfeld abgeliefert und die Überführung hat reibungslos geklappt. Wie es weitergeht mit 94-15-38 sehen Sie in unserer nächsten Ausgabe im Juni. Jetzt zu unserem zweiten Thema. Pico hat ja schon vor längerer Zeit die X-Wagen der S-Bahn Rhein-Ruhr in Spur H0 auf den Markt gebracht. Was noch fehlte, war der dazugehörige Steuerwagen. Jetzt ist er im Fachhandel erhältlich. Die X-Wagen der Deutschen Bundesbahn, Personenwagen für S-Bahnen inklusive Steuerwagen, kommen als detaillierte Epoche 4 Modelle von Pico in den Fachhandel. Die Waggonhersteller DUEWAG und MBB bekamen 1978 von der Deutschen Bundesbahn den Auftrag, einen Wendezug Rhein-Ruhr zu entwickeln. Als Triebfahrzeug waren Elektrolokomotiven der Baureihe 111 vorgesehen. Im gleichen Jahr wurden bereits die ersten Prototypen der zweite Klassewagen BX 794.0 und der Steuerwagen Bauart BXF 796.0 zur Erprobung an die Bundesbahn übergeben. Die erste zweite Klasse Wagen ABX 791.0 folgten Anfang 1979. Nach den ersten Vorserienwagen erhielt die Bundesbahn zwischen 1981 und 1984 insgesamt 215 Serienfahrzeuge im neuen orangefarbenen Farbschema für S-Bahnen. Um weiteren Bedarf an S-Bahnwagen zu decken, wurden 1989, 1991 und 1995 zusätzliche Serien der bewährten X-Wagen von der Deutschen Bundesbahn bzw. der Deutschen Bahn AG in Dienst gestellt. Die Pico X-Wagen der Deutschen Bundesbahn sind eine komplette Neukonstruktion. Angeboten werden diese Wagen als erste, zweite Klasse mit der Artikelnummer 58502, als zweite Klasse Wagen mit der Artikelnummer 58500 sowie der Steuerwagen zweite Klasse mit der Artikelnummer 58501. Die Wagen bestechen durch feinste Detaillierung sowie saubere und trennscharfe Bedruckung. Die Pico X-Wagen der Deutschen Bundesbahn überzeugen unter anderem mit extra angesetzten Gummiwulsten und Drehgestellfederungen. Der Steuerwagen verfügt darüber hinaus über angesetzte Sandfallrohre, Griffstangen an den Lokführertüren sowie Auftritte und Scheibenwischer. Der Steuerwagen besitzt eine LED-Beleuchtung mit sehr guter Leuchtkraft. Der digital schaltbare Lichtwechsel weiß-rot ist über eine Schnittstelle mit Nachrüstung des Pico-Funktionsdecoder Artikelnummer 56124 möglich. Die Zugzielanzeige sowie die Führerstandsbeleuchtung ist ebenfalls digital schaltbar. Die Innenbeleuchtung kann beim Steuerwagen mit der Artikelnummer 56292 sowie bei den reinen Sitzwagen mit der Artikelnummer 56291 optional nachgerüstet werden. Passend zu den X-Wagen bietet Pico den Lokklassiker die Baureihe 111 in der Gleichstromversion mit der Artikelnummer 51844 und in der Wechselstromversion mit der Artikelnummer 51845 in S-Bahn-Lackierung an.
Mit den attraktiven Modellen der X-Wagen erfüllt Pico den Wunsch vieler H0-Bahner nach zeitgemäßen, fein detaillierten Modellen dieser wichtigen Wagenfamilie. Mit den X-Wagen von Pico können Modellbahner realistische S-Bahn-Züge der Bundesbahn der Epoche 4 nachbilden. Das war's wieder, liebe Freunde. Unsere Mai-Ausgabe von Modell und Bahn ist leider wieder zu Ende. Aber keine Bange, die nächste Ausgabe im Juni ist schon in Vorbereitung. Im Mittelpunkt der Sendung im Juni steht der Tag der offenen Tür bei Tillich in Sebnitz. Vielleicht sehen wir uns ja da. Wir sehen uns auf alle Fälle wieder auf gleicher Welle und Kanal. Machen Sie's gut, Ihr Frank Buttig.